Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Jurassic World Evolution. Hier sind wir mal wieder auf unserer großen Insel. Und alles, was wir jetzt nicht geschafft haben vorher, werden wir jetzt hoffentlich schaffen. Denn wir werden uns einfach mal Gedanken machen, wie wir jetzt an Kohle kommen. Wir können kaum Geräte bedienen, unsere Forschungsstation können wir uns auch nicht leisten. Und unsere Strontiumimos sind jetzt gerade auch nicht solche Geldeinbringer. Weswegen wir eigentlich ein bisschen anders handeln müssen. Ganz anders. Hier hinten gibt es noch reichlich viel zu bebauen. Aber ohne Geld geht das Ganze nicht. Und ich steige immer mehr in die Miesen. So. Allerdings gehen wir einfach mal zusammen auf die Inselkarte und kehren einfach mal zurück auf unsere schöne Isla Mantaseros. Dort haben wir so viel Geld wie noch nie. Die Isla Mantaseros. So wie wir sie kennen und lieben. Mit unseren Freunden, den Dinosauriern und voll bebaut. Wie sagt man immer so schön, Wiedersehen macht Freude. Und haben wir nicht letztens mal ja schon den Triceratops freigelassen? Müssen doch jetzt zwei existieren, die keinen Namen haben, oder? Die hat keinen Namen, okay. Dann suche ich jetzt die, die keinen Namen haben. Und verkauf sie. Auf die man noch. Wir haben hier auf 25 Millionen, aber das Geld wird getrennt. Gespart. Und das ist doch ein bisschen doof. Dich betäuben wir. Dich betäuben wir. So, das müsste eigentlich reichen. Lauf! Oh. Da oben. Alle sind in Panik. Oh, da liegt das. Oh nein, was passiert mit deinem Rektor? Das rollt einfach runter. Das rollt einfach runter, ey. Das rollt einfach die Lippe runter. Jetzt gehen wir auf. Also, wie habe ich das gelesen? Ja. Nee, doch, er. T war das. T für Transportteam. Team. Oh nein, einer tot. Wir verkaufen? Verkauf Dinosaurier. Oh, die schreien so viel. So, wenn. So wäre es jetzt tot. Ich wusste es. Es ist Beam. Beam ist diesmal unser Toter.
Und dann haben wir hier noch unsere. Ich dachte, das wäre er. Das ist aber Tim. Aha! So geht das. Ich weiß nicht, wie man die Nussarier verkauft. Natürlich weiß ich auch gleichzeitig die Tastenkürzel für dich. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Mal sehen, wo die hinreisen jetzt. Aber die ersetze ich sofort. Das ist eigentlich traurig, aber es ist so lustig auch. So, jetzt weiß ich die Schnellkürzel. Das heißt, ich kann jederzeit öffnen, ohne auf das Gebäude klicken zu müssen. Das ist sehr schön. Fliegt der in die andere Richtung? Ne, der fliegt da, wo die ganzen Toten hingeschleppt werden. Gut. Sie haben den Auftrag mehr als nur erledigt. Schön. Die ersetze ich jetzt aber. Ist ja klar, oder? So. Und zwar werde ich jetzt noch den Beam transportieren. Sammle Produkt ein. So, inzwischen gehe ich mal zur Expeditionslager. Expeditionskarte. Will ich inzwischen einfach mal in Asien was suchen. Ich werde es gleich mehrmals versuchen. So. Irgendwo hier in den Büschen ist dann gleich unser Beam. Ja, unser Beam halt. Und der ist leider gestorben. Wir brauchen bald neues Trutiumimus. Ging das nicht? Warte mal. Deaktivieren. Betriebsbereit. Gezüchtete Dinosaurier 19. Misserfolgsquote beim Brüten 0% bisher. Cool. Die Sicherheitsabteilung schuldet Ihnen was. Ich habe ja langsam zu viele Dinosaurier. Auf jeden Fall habe ich große Friedensunterschiede. Aber das ist schon mal gut, dass es mindestens jetzt zwei neue gibt. Okay.
Einmal nachsehen, bitte. Zu sehen, was hier los ist. Warum bin ich eigentlich nicht schon vorher auf diese Idee gekommen? Hier kann ich nochmal extrahieren. Und die Fossilien kann man nicht mitnehmen, aber man kann die Schätze mitnehmen, wie ich das gelesen habe. Und so wie es aussieht, finde ich so vor allem in dieser Ecke hier ein paar prähistorische Säugetiere. Wie schön. Zora ist auch noch da. Warum zum Henker verhungerst du? Ich brauch dies, das R-Button. Team 1, Aufgabe hinzufügen, auffüllen. Reagiere auf Nachschubanfrage. Und auffüllen. Bestätige Aufgabe. Ja. Ranger Team 2, Aufgabe hinzufügen. Unterwegs auffüllen. Zur Futterstation. So. Das dürfte eigentlich reichen, oder? Ich meine, eine der. Ja. Gründe, warum Zora nichts essen will, ist, dass sie nicht nur umherstreift, sondern dass alles vorbeigehen könnte. Aber sie hat seit Part 3 gelebt. Und tatsächlich, die Triceratops rennen zum Essen. Alle rennen zum Essen. Scheinbar war es wirklich alle. Die ganzen, alle, jetzt sind sie alle da. Das wäre aber auch ein schönes Foto, wenn man es mal so ansieht. Ohne Scheiß. Und dann laufen sie wieder weg. Die Kleinen hauen immer zuerst ab, die fressen immer schnell. Das ist das. Ich tue, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Tun Sie dasselbe für die Sicherheitsabteilung. Eigentlich bestehen die Quests eigentlich nur aus Dinosaurier ausbrüten. Das sind die Großteile, die habe ich geschafft. Wir brauchen sowieso noch ein paar hier. Strutiumimus. So. Inzwischen gehen wir mal weiter Fossilien suchen. Silber behalten wir. Ich wusste, Sie sind die richtige Person für den Job. Immer. So, dann gibt es einmal einen Nachschlag, bitte. Mach ich mal wieder eher.
Aufgabe hinzufügen. Nachschubanfrage erhalten. Lege weitere Aufgabe fest. Wie die Herden sich so gut zurechtfinden hier in diesem Spiel, finde ich genial. So, dann wenden wir uns einfach mal. Wenn wir genug Versiegen gesammelt haben, allmählich wieder auf den Weg zur Insel machen. Zur Isla Muerta. Oh nein, 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 ist es nicht, ist es nicht, nee, ist es nicht, oh nein. Jetzt muss es aus. Alexa ist tot! Nein! Nicht Alexa! An Altersschwäche gestorben! Alexa! Nein! Unterwegs, um Produkt abzuholen. Komm, Alexa! So, noch mehr Säugetiere. Ich glaube, so langsam ist es voll. Was bringen die mir überhaupt alle? Na, 20.000? Boah, das ist viel. So, es sagt uns dann die Expedition. Die Expedition sagt uns dann, wir wollen einfach mal billig Fossilien finden aus Portugal. Alles klar. Dann warten wir jetzt noch, bis der Hubschrauber wieder zurück ist und kümmern wir uns dabei um die Dinosaurier. Wir haben doch einen unbenannten Strontiumimus, oder? Strontiumimus 10 gewählt. Will ich mal abknallen. Anfrage bestätigt. Einverstanden. Da wird einer gestorben. Gerade erst die Hummel fallen. So, mal sehen, wie das jetzt wird mit der Panik der beiden. Langsam sind die Gelben mit dem Vorne. Rennen! Wir versuchen den. Rennen! Autsch! Oh. So. Wird
würde es jetzt mal das den Killerinstinkt ausleben lassen. Hole Produkt ab. So. So, cool. Jetzt wirst du mal was Schönes zum Jagen bekommen. Produkttransport wird durchgeführt. Da kommen sie. Da kommen sie. Ich kann den Schatten sehen. Dieses Feuer, ey. Sieht toll aus. Nicht paniken, Jul. Nicht paniken. Guck es dir an. Das ist dein Essen. Das ist dein Essen. Ich habe sie extra für dich. Produkt transportiert. Was ist mit dir, ey, mit Twist? Sind die nicht auch so ein Kunde? Man merkt sofort, Gefahr in der Luft. Es geht los. Oh, wie das aussieht. Armes Ding. Somit gibt es einen sehr großen Unterschied zwischen Jäger und Gejagter. Ey, das ist auf einmal so blass. Das sieht man aber, das sieht aus wie qualvoll gestorben. Ich transportiere sie weg. Ich transportiere den weg. Bevor hier noch was Schlimmes passiert. So, der ist auch tot. Tag korrekt. Bestätige Anfrage zur Produktion. Woran ist er gestorben? Zeig es mir, Draco. An Altersschwäche. Draco ist an Altersschwäche gestorben. Nein, nicht Draco. Wir sterben sie alle weg. Naja, Draco war auch der erste Draco, weil der ist auch. Der ist auch noch nicht zu 100% durch gewesen. Da ist es üblich, dass die eine kurze Lebenserwartung haben. Ja, leider zu kurze. War die nicht zu 100%? Ich glaube, ja. Ausbrüten, ausbrüten. Hallo. Wie geht's dir, Zirto? Eigentlich wollte ich dich Zitronen nennen, aber... Was ist eigentlich mit den anderen mal sehen wie mir? Wir gucken einfach mal zu den Fossilien. Kontrollraum, Fossilien. Ja, wir haben sogar eine Mücke zum Verkaufen da. Das ist cool.
damit gehen wir jetzt weg. Die Leute fühlen sich gerne sicher. Das ist unser Job. Dieser Auftrag unterstützt uns dabei. Jeder möchte eine verlässliche Stromversorgung. So, dann werden wir einfach mal jetzt unsere Insel wechseln. Und zack. Und da sind wir wieder auf Isla Muerta. So, ich habe nämlich jetzt das Ding hier voll gemacht. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Dankeschön. Ach, ihr Übertragungsexemplar verkaufen? Erstmal muss ich aus dem Miesen raus. Yeah! Kann ich den. Oh ja, ihn kann ich verkaufen. Cool! Oh, so komme ich aus dem Miesen raus. Sehr gut! Es hat funktioniert! So, dann werden wir uns mal weiter überlegen, was wir hier machen. Und zwar, wir haben hier unsere Strutiumimus. Das sind jetzt aber nur Platzhalter. Wir brauchen 2 Dragorexe. Ja. Gott, wäre toll. Aber alles im Dienste der Wissenschaft. Was bieten uns die Dragorexe eigentlich als Quests an? Hier steht's nicht. Aufträge, Dinosaurier. Ah, da haben wir's doch. Okay, es sind 250.000. Kriegt wohl nicht gerade viel, aber um. Da fällt mir gerade was ein. Ich kann die gar nicht verkaufen. Ich halte sie erstmal so als Artenspektakel. Dabei hole ich mir auch ein bisschen Pflanzen. Kostet 15.000. Warum ist das eigentlich so teuer? So. Dann habe ich hier jetzt endlich den Dracorex sozusagen geholt. Boah, das ist so ein schönes Sonnenuntergang-Setting. Und dann stellen manche so die scheiß Farben ein, dass man da nur grau und nur orange sieht. Aber hier sieht man die Skins so richtig gut. So, habe ich zumindest 2 von denen.
haben noch nicht mal eine ACU. Wie viel kostet denn so eine ACU? 400.000. Müssen wir erstmal in die Millionen wieder reinkommen irgendwie. Ob wir das irgendwie schaffen. Mit dem Moos nichts los. Ich verkaufe jetzt einfach das Restaurant nochmal. Okay, Restaurant. Weiß nicht, ob ich damit genug Geld habe, um irgendwas anderes zu kaufen. Leider nein. Das hier sagt, es hat mich angeschlossen. Da hole ich mir noch einen anderen Dinosaurier. Einer, der nicht so teuer ist. Ein Problem. Ich habe sie modifiziert und deswegen sind sie jetzt so teuer. Dann bin ich gleich wieder in die Miesen. Ich brauche was anderes. So was Gästemäßiges. Anderes. Wie kann ich denn das am besten machen? Im Restaurant komme ich nicht weit. Souvenirladen. Ich hoffe, sie bringt uns noch was. Gott. Ich kann da keinen Weg finden. Das, was ich nur machen kann, ist irgendwas Schönes für die Gäste noch hinbauen. Das wollte ich nochmal so wie... Oh ja, Kleiderladen. Wie viel kostet der? 921 toll. Das passt. Das war etwas teurer als normal, aber... Warum? Jeder mag Kleider. Das ist häufig auch schon... Ups. Das ist häufig auch schon der Grund, warum... eben sowas auch gefragt ist. Wir sind jetzt in den 100.000er und ich hoffe, wir bleiben da auch. Besser wäre, wenn ich jetzt so eine Mini-Quest bekomme, wo ich ein Tier fotografieren muss. Hat er jetzt Strom? Ja, hat er. So, dann habe ich jetzt einen schönen Kleiderladen. So. Wenn ihr jetzt aber wissen wollt, wie es weitergeht, und ob wir es schaffen, irgendwann mal unser ACU-Zentrum aufzubauen, beziehungsweise unser Expeditionslager, dann schaltet am besten beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es heißt, wir kaufen uns neues Haus. Also, bis zum nächsten Mal und ciao!